Heute bei Bibi Blocksberg. Da ist doch nicht etwa Bibi Blocksberg. Hallo Kinder. Kinder, aufgepasst, wir gehen jetzt raus. Zieht euch die Schuhe und Jacken an und stellt euch vor der Tür auf. Oh, schön, wir gehen raus. Wollen wir gleich draußen Vater, Mutter, Kind spielen? Ja, in unserem Spielhaus. Darf ich zuerst Mutter sein? Ja, aber nur, wenn wir uns danach abwechseln. Na klar. Aber heute wollten wir in dem Haus spielen. Ihr wart schon gestern dran, Heinrich. Also sind wir heute dran. Na, wir werden ja sehen, wer schneller da ist. Wir sind sowieso schneller. Nein, wir. Nein, wir. Schluss jetzt mit der Kabelei. Heute sind die Mädchen dran. Zieht euch jetzt an. Na, warte, das kriegt ihr wieder. Wir haben keine Angst vor euch. Sind alle fertig? Dann gehen wir jetzt raus. Oh nein, unser Haus ist kaputt. Jemand hat unser Haus kaputt gemacht. Wer war das? Wir bestimmt nicht. Komm, wir sagen das Susanne. Susanne. Was ist denn los? Unser Spielhaus ist verschmiert und kaputt. Was? Ja, guck doch mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So eine Frechheit. Das müssen irgendwelche Chaoten gewesen sein. Was machen wir denn jetzt? Da könnt ihr jetzt leider nicht mitspielen. Ich vermute auch, dass das nicht mehr zu reparieren ist. Oh nein. Ich muss es absperren, damit kein Kind da reingeht und sich verletzt. So, das müsste reichen. Wer ist denn so gemein und macht unser Haus kaputt? Und bespielt es auch noch? Irgendwelche gemeinen Leute. Laura, wo wollen wir denn jetzt spielen? Ich weiß das auch nicht. Ich finde das total doof. Ich werde es bei der Stadt melden und anfragen, ob wir nicht ein neues Spielhaus bekommen können. Dieses war ja auch schon ziemlich alt. Ich rufe da heute Nachmittag mal an. Frau Fischer, haben Sie schon bei der Stadt wegen unserem Spielhaus angerufen? Bekommen wir denn ein neues? Tja, leider hat die Stadt im Moment nicht genug Geld dafür. Wir müssen uns gedulden. Vorerst haben wir kein Spielhaus im Garten. Oh Mann, und wo spielen wir dann Vater und Mutter Kind ohne ein Haus? Ach, ich finde es ja auch sehr schade. Da müsst ihr was anderes spielen. Können wir denn gar nichts unternehmen, damit uns die Stadt für das neue Haus Geld gibt? Eigentlich habt ihr recht. Man müsste wirklich etwas unternehmen. Ich habe auch schon eine Idee. Und was für eine? Lasst es mich erstmal versuchen. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ja, hallo, hier spricht Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, Frau Kolumna, wir brauchen Ihre Hilfe. Die Kinder in unserem Kindergarten sind ganz traurig, weil ihr Spielhaus mutwillig zerstört wurde und die Stadt kein Geld für ein neues hat. Ich verstehe. Ja, da brauchen Sie in der Tat meine Hilfe. Ich komme morgen vorbei. Guten Morgen, Kinder! Hallo Frau Kolumna, schön, dass Sie kommen konnten. Sind Sie die echte Carla Kolumna? Natürlich, was denkt ihr denn? Und, können Sie uns helfen? Zeigt mir mal das kaputte Haus, ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Hier ist es, dann können wir nicht mehr mitspielen.
Oje, das sieht ja wirklich schlimm aus. Aber die Stadt hat im Moment leider kein Geld für ein neues Haus. Das ist wirklich skandalös. Ich werde darüber einen Artikel schreiben. Aber vorher werde ich eine Freundin anrufen und sie um Hilfe bitten. Vielleicht kann sie uns helfen. Ich bin gespannt, ob Carla Kolunda uns helfen kann. Kinderchen, ich habe gute Nachrichten. Ich habe meiner Freundin von eurem kaputten Spielhaus erzählt und sie war bereit, euch zu helfen. Sie wollte sich sofort auf den Weg machen. Guckt euch das an. Was fliegt denn da oben? Hä? Da ist doch nicht etwa Bibi Blocksberg. Hallo Kinder. Bist du die echte Bibi Blocksberg? Ja, natürlich, sonst könnte ich ja nicht fliegen. Cool. Wahnsinn! Hallo Bibi, schön, dass du so schnell kommen konntest. Das ist doch Ehrensache, ich helfe gerne. Schau dir das kaputte Spielhaus an. Oh je, das sieht wirklich schlimm aus. Wer macht denn sowas? Wenn ich den erwische, verhexe ich ihn in eine Schnecke. Hast du eine Idee, was man da machen kann? Na klar, passt auf. Ene mene meck, das alte Spielhaus ist nun weg. Hex, hex! Wow! Cool! Das ist ja toll, da sparen wir uns den Abbau. Schwupps, und das alte Haus ist weg. Wenn das schon toll war, dann passen Sie auf, was jetzt kommt. Oh, ist das spannend. Ich glaube, ich träume. Ene mene graue Maus, hier steht nun ein neues Spielhaus. Hex, hex! Wow, cool. Das sieht aber witzig aus. Oh, das ist ja so schön. Da wollen wir gleich mitspielen. Super, wow. Hallo Bibi, das Haus ist so schön. Danke. Es freut mich, wenn es euch gefällt. Und wie? Danke Bibi. Ohne deine Hilfe hätten die Kinder lange warten müssen. Und das Haus ist wirklich toll. Es ist viel schöner als das alte. Keine Ursache, das habe ich gerne gemacht. Sensationell! Ich bin immer wieder begeistert, Bibi. Darüber werde ich einen Artikel schreiben. Gern geschehen, aber jetzt muss ich leider los. Jetzt schon? Oh, das ist ja schade. Ja, ich muss noch was für die Schule machen. Aber ich komme wieder, wenn ihr es möchtet. Na klar möchten wir. Und dann zeigst du uns noch mehr Hexerei. Das mache ich gerne. Ene, mine, mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex!